Halli, hallo, hallöle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Survival Marlin. Heute wieder ein Survival-Selbstversuch mit mir. Nein, ich habe keinen Fetisch und nein, ich will nicht in einem komischen Club. Sondern das ist ein klassisches Moskitonetz, was ich nachts zum Schlafen nehme. Andere benutzen es für den Kinderwagen, aber ich fand das ganz praktisch, weil es einen Gummizug hat. Aber besser. Guck mal hier. Aber Wasser. Eigentlich könnte man es ja auch als Netz benutzen. Denn ich habe mir überlegt, rechts und links zwei Stöcke, das quasi so ins Wasser gestellt, ins Netz rein einen Stein. Und dann läuft ja quasi das Wasser einfach die ganze Zeit durch dieses Netz durch. Da bleibt natürlich allerlei Zeugs hängen, wie in meinem Kopf, da bleibt auch mal einiges hängen. Nachdem das dann geschehen ist, musst du natürlich das Netz beobachten und wenn du siehst, dass da plötzlich ein Fisch reinkommt, hin, Knippe drauf und schon hast du was zu fressen. Das werde ich heute ausprobieren. Ich suche mir jetzt zwei Stück und dann werde ich das Ding da unten im Wasser irgendwo platzieren, wo gerade der Fluss sich so ein bisschen verengt. Und dann sollte das funktionieren. Voraussetzung, im Wasser ist Leben. Und ich habe Geduld. Auf geht's! Okay! Brauche ich es zwei Stücke. Senorita! Ha, sehr gut. Den ersten aber schön. Sehr gut. Super. Den können wir auch gleich so lassen. Spitzen wir unten noch ein bisschen an, dass wir besser innehmen. So, ein bisschen spitz gemacht. Gutes Baden wünsche ich dir. So. Wir brauchen den aber noch nicht zu beten. Kann auch ja nicht so wählerisch sein. Sei nur nicht so heil. So. Dann die Schuhe aus. So. Axt. Schnell. Ich hab überlegt. Vorne oder hier. Das sieht aus wie so eine natürliche Engstelle. Weil das Flussbett normalerweise ja eigentlich höher ist. Aber ich glaube, wir hatten in letzter Zeit wenig Regen und deshalb hat sich das alles ein bisschen nach unten. Und ich würde sagen, wir nehmen die Stelle hier. Das wird überhaupt so funktioniert in der Stelle. Dadurch, dass hier genug Schüttelung von vorne kommt, könnte das schon reichen. Jetzt werde ich mich wie ein Jäger auf die Lauer legen und warten, bis die Fisch kommt und in die Netze schwimmen. Der Witz ist, man muss schnell sein. Guck mal, eine Karotte. Wenn ich jetzt ein echt fieser Typ wäre, würde ich mir das Ding einfach in den Kochtopf schmeißen und eine Franzose machen. Da ich aber überhaupt gar keinen Appetit und gar keinen Hunger habe und jetzt erstmal überhaupt keine Nahrung brauche, können wir diesen lustigen Zeitgenossen einfach wieder in die Freiheit entlassen. Wenn du dir davon aber 3-4 Stück sammelst, aua, Brennnesseln, da noch einer.
Ja, noch einer. Geilo. Cool. Also, ihr seht, also in so einem Bach kann man nicht nur Fische fangen, sondern auch Frische und so weiter. Wenn man die alle in den Kochtopf haut, ich kann euch nicht sagen, ob es schmeckt, aber ich will es auch ja nicht ausprobieren. Ich bin da, also ein Regenwurm, sobald mir reicht. Von daher konzentrieren wir uns auf die Fische und warten hier, dass da was für ein Netz kommt. Maria, kannst du mal da wegkommen? Wir warten jetzt auf Fische. Guckt euch das an. Sauer Fisch. Perfekt. Wenn wir mal hierher kommen, komm her, komm her. Ganz viele kleine Flusskrebse. Da, ganz viele kleine Krebse. Die werden mal schön groß. Und dann kommen wir noch mal wieder. Ganz viele. Geil. Super, aber wir haben was zu fressen. Bei der Größe, klar, logisch, braucht man nicht ausnehmen. Legen wir halt einen Stock vor und ab wird teuer. Und dann ist der Salat. Eine geile Idee. Ich würde sagen, das ist gelungen. Wenn man Geduld hat und Zeit hat, dann kann man sich das ja da hinstellen und eben abstellen, der da quasi, oh, passt da nichts rein oder was da auch mal reingeht und so. Ihr habt gesehen, an so einem Bächlein hast du auch eine ordentliche Portion Frösche. Also wenn du quasi mal dann wirklich unter akuten Hunger stehst, ist doch Frösche, verspreche ich. Weil die auf den Grill hauen, schmecken die auch. Ja, ich würde sagen, Selbstversuch gelungen. Ich hoffe, ihr konntet mal wieder ein bisschen was mitnehmen. Ein bisschen was an Wissen und so weiter. Wusstet ihr schon? Ratten können nicht kotzen. Warum? Die haben zwei verschiedene Mägen und die sind getrennt durch eine Wand. Und immer wenn die Ratte versucht zu kotzen, schiebt sich diese eine Wand, die da zwischen den beiden Mägen ist, davor und kann sich nicht übergeben. Deshalb funktioniert auch Rattengift so super bei Ratten. Das nur so nebenbei und ich möchte mich verabscheuen. Sage, wer schwitzt, stirbt. Ich habe kalte Füße, also schwitze ich nicht und ich sage Tschüss. Ciao, Cesco.